Es ist auch nicht wichtig, ob man jetzt nur führt, sondern es ist erstmal wichtig, dass man beim tollsten Rennen des Jahres, dem verrücktesten Rennen, wohl verrücktesten Rennen der Welt dabei ist. Und es ehrt uns natürlich unheimlich, jetzt vor allen Dingen gegen die sehr stark etablierten hier auch mal ein bisschen Führungsluft zu schnuppern. Und wir finden es klasse, wie toll und ausgeglichen dieses Rennen hier heute ist. Und jetzt wollen wir schauen, wie wir die Nacht durchkommen. Und morgen um 12 gucken wir dann weiter, wer dann immer noch in der Führung liegt. Und wenn wir einen Podestplatz hätten, wäre es gar nicht so schlecht.